So könnte es gehen. Das Modell des AKN-Bahnhofs in Kaltenkirchen zeigt, wie es geht und dass es geht. Eine Troglösung, ein Bahnhof mit Lift, also barrierefrei, und eine Servicestation. Das ist die Lösung für Bad Schwartau. Eine Tieferlegung der Gleise beginnend an der Elisabethstraße und endend sozusagen an der Schwartaubrücke mit einem tiefsten Punkt am jetzigen Bahnübergang Kaltenhöfer Straße. Dazu ein moderner Bahnhof mit Park-and-Ride-Parkplätzen dank der Überdeckelung auf der ganzen Strecke. Und eine natürliche und begrünte Fläche als Übergang zum Kurpark. Das ist das, was die optimalste Lösung für Bad Schwartau wäre. Lärmschutz inklusive Umweltschutz und natürlich auch eine ökologisch verträgliche Lösung. Wir brauchen eine Tieferlegung der Gleise, wir brauchen eine Überdeckelung auf der ganzen Strecke in Bad Schwartau und wir brauchen einen modernen Bahnhof, der den künftigen Anforderungen gewachsen ist. Denn es geht nicht nur um die nächsten 1, 2 oder 3 Jahre, sondern es geht um die Zukunft der Stadt.